Das ist die Frau. Oh, warum? Du Hazel, das geht ja gar nicht. Auf einmal, auf einmal, auf einmal. Erinnerst du dich, dass wir mal scharfe Nudeln getestet haben? Ja. War das Chinesisch? Nee, es war, glaube ich, koreanische oder was? Es war aus Korea. Ja, ja. Und eine andere bekannte deutsche YouTuberin hat darauf reagiert. Aha. Das ist Pocket Hazel. Wie heißt die Puppet? Pocket Hazel. Pocket Hazel. Auch genannt die Rahmen. Die Rahmenqueen. Also die Nudelkönigin sozusagen. Und das wollen wir uns mal anschauen. Ja, mach mal. Da bin ich aber jetzt gespannt. Da bin ich gespannt. Sehr scharf. Ja. Ich brauche alles, was löscht. Wasser, Milch, alles. Ich brauche alles, was löscht. Da lacht die noch, die Rahmenqueen. Das ist ein süßes Tier gewesen. Die scharfen Rahmen. Das ist die Frau. Vor 10 Tagen muss ich mir mal angucken. Genau, das letzte. Ach, die ist ja niedlich. Reagiert und das Video kam ja auch online. Und ich habe vor 2 Tagen eine Mail von denen bekommen. Weil ich habe ja im Reaction-Video die ganze Zeit gesagt, oh mein Gott, ich will da arbeiten als Produktionsleiterin, weil die Omis sind so süß, wie die reagieren. Ja? Nur die Omis? Was? Die hat ja nur die Omis gesagt. Aber du bist so eine süße Maus. Du kannst bei uns arbeiten. Und so eine kleine Zuckerschnecke könnten wir auch noch gebrauchen. Und ich kann euch ja mal fragen, so, was kann ich mit Oma Gitsteier und Senioren zocken, so als YouTube-Video machen? Natürlich drehen wir mit ihr mal. Die hat nicht geantwortet. Och, warum? Ist sie so, ist das so eine Stolz, sie hat da gar keine Krone auf. Du Hazel, mit der Krone uns einfach nicht zu antworten, das geht ja gar nicht. Aber wir sind nicht so. Trotzdem hätten wir Lust, mit dir gemeinsam mal was zu machen. Melde dich doch mal. Und jetzt geht's weiter. Oh. Ist scharf, ne? Oh. Ich brauche alles, was löscht. Wasser, Milch. Wasser. Oh, die arme Brigitte. Von Schlitten. Ach, guck mal, wie die. Was? Oh. Was ist denn das hier alles? Was alles für mich? Da. So viele Päckchen. Da lachte sie sich tot. Was hast du da alles wieder gefunden? Oh je. Ich hab gedacht, das sind Wundertüten. Ich kann es zwar nicht lesen, aber ich Wundertüten, hab ich gedacht. Black Bean Soße. Mm, mein Fable. Was ist denn das? Ihr Fable? Oder sowas. Carbonara. Carbonara. Iona. Na bitte. Coca-Cola. Bei solchen poppigen Aufmachungen. Hot Chicken, Hot Chicken. Heiße ich hing Hühner? 3 Stunden am Wasserhahn nach den Nudeln. Sind heiße Hühner. Scharfe Sachen für Monsieur sehe ich. Früchte oder Durian? Durian? Cool. Nein, nicht nochmal. Der Geruch ist ja immer noch in unserem Studio. Exotische Früchte haben wir bereits schon getestet. Aber schreibt doch mal, was wir sonst mit Hesi machen können. Indien ist ja auch scharf. Wahrscheinlich verschiedene Geschmacksrichtungen, schärfer oder weniger scharf oder sonst was. Wenig, mittel, schärfer, am schärfsten. Nehme ich mal an. Die Roten sind, du mal, spicy. Also mit 2-mal scharf. Die schärfsten Nudeln der Welt. Vorsicht. Na. Ja, das lasse ich mal über. Also, na, Uschi, die traut sich auch. Mal raus. So, Punkt. Na, da muss ich aber schon was zu trinken haben. Nicht, dass mir das gleich den Hals ausbrennt. Na, da bin ich ja gespannt. Ich teste jetzt Bulldog Carbonara. Hm. Na, mach mal. Hot Chicken Flavor Ramen. Wenn, dann würde ich gerne. Na, Georg, ich meine, ich glaube, der hat sie gegessen. Den waren sie nicht scharf genug. Für den Georg kannst du noch mal ein bisschen nachwürzen. Super. Ja, genau. Ich esse sowas immer mit Stäbchen. Und die ist nicht nur zum Musik machen. Nein, ist auch zum Essen da. Ich neige jetzt zu Carbonara, ja? Ja. Ey, da sind denn 2. Da ist schon die Hälfte von der Suppe weg. Man hat die normalen genommen. Haben wir heißes Wasser hier? Aha. Und die Nudeln kommen jetzt hier rein. Georg. Und dann kommt das da drauf und dann löst sich das so ein bisschen, ne? Wie ihr seht, ist es jetzt ganz schöner Jetset. Budak, das wird hier die Jetset. Also, sie ist schon entsetzt über mich, glaube ich. Du bist entsetzt über mich, ne?
sind hier die. Aber so schlecht bin ich gar nicht. Und als erstes heißes Wasser. Dieser Senior sieht eigentlich noch ganz fresh aus. Sieht aus wie ein junger Mann. 600 Milliliter. Na, Hesel, reizt dich das nicht, der junge Mann? Der junge Mann heißt Georg. Ich schätze mal, also, der Georg. Mit dem Georg können wir ja gar nicht mehr reden. So, und den Rest auch noch mal rein. Hesel, du siehst so hübsch aus. Du bist so eine schöne, exotische Pflanze. Man muss nicht kochen. Also es muss nicht in den Kochtopf. Das reicht vollkommen, kochendes Wasser rüber zu kippen. Oh, dann kann ich auch. Hesel, ich kann kochen. Hesel, ich kann kochen. Ey, wie geht später? Was? Da muss abgegossen werden? Ach so. Ach, dann wird das. Ja, eigentlich muss das jetzt abgegossen werden und im Idealfall auch noch gebraten werden. Ich frage mich, wie die das denn jetzt machen. Das ist mehr so ein. Na, jetzt kannst du ja nicht mehr braten. Da zischt der in der Pfanne. Ein Fahrersüppchen. So dünnes. So, die erste Überraschung ist schon perfekt. Das Wasser ist schon raus. Jetzt kommen die 8 Teelöffel heißes Wasser noch dazu. Das kocht im Moment noch. Hesel, das war der junge Mann. Der ist. So, wie ihr seht, habe ich mich mit heißem Wasser und einem Löffel bewaffnet. Und also das mit den 8 Löffel Teewasser ist, glaube ich, eher bei Carbonara, damit man das jetzt mischt und so. Aber ich glaube, die anderen Sachen werden ja gebraten. Na, wir konnten das ja nicht lesen. Koreanisch können wir ja noch nicht. Wasser hier rein. Ja. Der ein bisschen Flüssigkeit. Ja. Das sind jetzt nur furchtbar lange Viecher. Und jetzt müsste ich eigentlich die Soße darüber machen. Mach mal rin, ordentlich, Brigitte, dass der Mund brennt. Hängen lassen und dann die Augen reiben. Sieht aus wie Sojasauce. Soll ich das hier drauf machen? Das ist die scharfe Soße. Schön. Ich hoffe, die kommt nicht danach nicht in die Augen. Oh, na, Oschi, nicht in die Augen. Bloß nicht. Ach du lieber Gott. Dann sitzen wir nur noch mit einer Sonnenbrille da in der Sendung. Und jetzt machen wir den Käse da drüber, oder? Ja. Richtig? Man sollte beim ersten Mal bei chinesischen Gewürzen in der Nähe von der Toilette sein. Weil die manchmal einen durchschlagenden Erfolg haben. Ach, der Georg weiß alles. Servus aus. Als wenn sie farbig die Nudeln. Sind sie gar nicht mehr so, die sind ja gar nicht mehr, nee, da sind sie auch nicht so hell. So sehen sie jetzt aus. Feurig, ja? Das sieht doch feurig, das Zeug. Das ging mir zu schnell. Was hat sie? Sie hat ja auch Jajangmyeon, das ist okay. Das ist auch die leichteste Scharfstufe. Eine Carbonara ist auch okay, aber ist trotzdem scharf. Siehst du, ich glaube, ich habe den Schärfsten genommen. Kann nicht sein. Er hat die normal scharfen. Das wird schon brennen. Oh. Er wird den durchbrennen. Ja. Ja, das waren die dunklen. Oh nein, jetzt hat er es an den Fingern. Oh, die Finger kann man ja wieder waschen. So scharf. Hätte ich jetzt heute Abend wieder Appetit drauf. Ei, ei, ei. Ist aber gut. Oh, da, die raucht er schon. Brigitte, der raucht schon aus den Ohren. Oh, die Armen, ich fühle das so richtig, weil ich habe ja schon so viele Videos zu den Nudeln gedreht. Ich fühle es. Das hast du aber lieb gesagt. Ich habe mich gefragt, ob man die nicht vorgewarnt hat. Nein, man hat uns nicht vorgewarnt. Macht man hier nie. Und das macht uns aus. Das ist vollgemacht. Und jetzt rülpst der auch noch da. Der hat schon gerülpst. Oh, wow. Oh. Der hat vielleicht auch solche Nudeln gegessen. Der Feuerwehrmann. Toll. Das haut ja ein Eskimo von Schlitten. Jetzt aber richtig die Schärfe. So, Leute, ich bereite dir jetzt erstmal die ganz scharfen Nudeln vor. Aber ich kann es nicht versprechen, dass ich es auch wirklich probiere. Also, ich versuche es gerne. Na, Brigitte, lieber nicht. Ich weiß nicht, was draus wird. Ich mache es aber. Brigitte hat das schon bei der ersten Tüte geraucht. So. Die Lippen. Orange. Ich esse mal lieber mit dem Stäbchen, da passt nicht so viel drauf. Leute, ich probiere jetzt die schärfsten Nudeln der Welt. Ja? Ich brauche gleich ein Glas Milch. Süß. Wahrscheinlich. Und jetzt geht's los. Da habe ich ja noch die Soße von den vorherigen Dinger dran. Die Suppe. Ich will ja das abbeißen.
Alles verbrannt. Oh, sie hat sich getraut. Nee. Seine Finger. Ich hoffe, er wäscht sich danach ordentlich die Hände. Nee, das haben wir an der Jacke abgewischt. Was denkst du denn überhaupt? Wir haben auch Handtücher in Berlin. Eine Nudel gegessen. Oh, die Arme. Oh nein. Da hat die arme Brigitte. Nicht in die Augen, Brigitte. Oh, die Brigitte geht's auf die Augen zu. So unheimlich schlimm fand ich das ja nicht. Ja. Aber so schlimm finde ich es ja nicht. Nee, ich fand das, es hat mehr nachgewirkt. Oder jetzt kommt die Wirkung erst. Häsel, du wirst schon Lust mit uns empfinden. Also ich hätte große Lust. Das ist auch eine süße. Aber schreib doch mal, was wir sonst mit Hesi machen können. Abo, Däumchen, Glocke und wir sind eine scharfe Socke.